In den Ghettos waren die Klassenunterschiede auch nicht verschwunden. Man hat sie alle beraubt, aber die einen haben noch ein bisschen was gehabt und die anderen haben gar nichts gehabt. Moos, kennt man den Ausdruck Moos, ne? Geld. Moos kommt von Moos, hebräisch Geld. Moos ist die erste Sache, ist die beste Sache. Hast du nicht kein Moos, wenn du kein Moos hast, dann bist du zu bedauern. Dann kannst du deinem Hintern auf Wiedersehen sagen. Die jüdische Gemeinde nimmt von uns Steuern und gibt uns dafür Brot und Sacharin. Also auch die jüdische Verwaltung ist natürlich auch die Nazis, sondern diese Ghettos immer einer jüdischen Verwaltung unterstellt, die sich um die Details zu kümmern hatte, und sie haben halt die Oberaufsicht gehabt. Und natürlich, diese Verwaltungen, die haben dann auch oft den Hass der Ghetto-Insassen auf sich gezogen. Und die waren auch nicht immer ganz koscher. Zu Hause, da habe ich noch Orangen gegessen, aber hier fressen mich die Läuse und die Wanzen auf. Wenn du kein Geld hast, habe ich für dich einen Rat. Grab dir ein Loch und kriech rein. Moos, oh Moos, Moos ist die erste Sache. Moos, oh Moos, Moos ist die beste Sache. Hast du nicht kein Moos, ist zu dir ein Klag, gib weg die Bombe und sag dir guten Tag. Ja, Moos, oh Moos, Moos ist die erste Sache. Moos, oh Moos, Moos ist die erste Sache. Moos, oh Moos, Moos ist die beste Sache. Die jüdische Gemeinde nimmt von uns dann inne und gibt uns auch zu essen und bereut mir Sacharine. Oh Moos, oh Moos, Moos ist die erste Sache. Moos, oh Moos, Moos ist die erste Sache. Moos, oh Moos, Moos ist die beste Sache. In der Heimat ich gegessen von der Ranzen, heint es mich auf, die Leis mit die Wanzen. Ja, Moos, oh Moos, Moos ist die erste Sache. Moos, oh Moos, Moos ist die erste Sache. Moos, oh Moos, Moos ist die beste Sach. Hast du nicht kein Moos, hab ich von dir ein Plan. Gefind sich ein Loch und kriech heran. Ja, Moos, oh Moos, Moos ist die erste Sach.